200 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Wir werden den Forderungen dieser gierigen Xenos niemals nachgeben, Brüder. Auf diesem Grund und Boden liegt einer unserer größten Helden. Und wir werden seinen Heldenmut niemals durch unsere Niederlage entweihen. Wir werden seine Ehre und die Ehre unseres Ordens verteidigen. Und zwar bis zum letzten Blutstropfen. Aus der Ansprache Manios Kalgas beim Kampf um Grabhügel Sigma. Und so zieht ihr euch zurück von den Kämpfen um Relas, die Alpha Legion, die ein weiteres Mal zugeschlagen hat, nachdem ihr sie auf Karlak ein erstes Mal besiegt habt. Ihr habt verhindert, dass ein Dämonenprinz sich erhoben hat und beschworen wurde durch den Tod von eines oder mehreren der Anführer der White Scars, der Iron Hands oder der Salamanders. Die Todeswelt Hestus mit seiner Watch Fortress liegt direkt in der ergreifbaren Nähe, sodass ihr euch nur wenige Tage später hier im Karnes Keil auf der Watch Fortress versammelt habt. Ihr seid immer noch von den Anstrengungen von Relas ein bisschen gezeichnet, unterzieht euch den Ritualen der Reinigung, der Wiederherstellung und Vorbereitung auf eure nächste Bedrohung, die dann demnächst kommen wird und die euch sich entgegenstellt. Als Teil der geistigen Reinigung, der Befestigung, zu deren Erhalt ihr euch aufgerufen habt, könnt ihr dann zu dem Kaplan treten, der auf der Watch Fortress dient. Ihr könnt vor die verschiedenen Datentafeln und Schreine treten, die zerfetzten Schriftrollen mit euren Händen berühren, die vor zahlreichen Jahrtausenden hier aufgehängt worden sind, die Katechismen der Reinigen wiederholen und eurem Kaplan immer und immer wieder die Worte wiederholen lassen, um Makel aus eurem Gedächtnis verschwinden zu lassen, um die Spuren der Korruption zu beseitigen, den leisen Zweifel, den die Alpha Leech vielleicht in eurem Herzen gesät hat. Auch das gehört dazu. Meditation, viel Meditation, ein Zustand der Ruhe und der Einsamkeit, sodass ihr dann, nachdem ihr lange Zeit euch hier zurückgezogen habt, dann wieder aufeinander zutreten könnt. Gabriel, Cray, Octavius. Ihr kommt aus den einzelnen Nischen, den Alkoven, zusammen. In dieser gewaltigen Fortress habt ihr für euer Killteam eine kleine eigene Unterbringung mit euren Zellen, die links und rechts davon abführen. Gewaltige Statuen mit den Schilden und den Wappen, die aufgehängt worden sind von euren jeweiligen Orden. Ihr könnt auch erkennen, wie selbstverständlich das Wappen der Space Wolves von euren anderen Brüdern aufgehängt worden ist. Das Wappen der Imperial Fists für Bruder Wilhelm und all die anderen, die euch begleitet haben. Und so sinkt ihr erst einmal nieder an einem großen Tisch. Eine kleine Schale mit Weihrauch steht darauf und dampft vor sich hin. Ihr könnt über euch in der großen Halle noch einen geflügelten Servitor hören, wie er dort hin und her flappt. Dieser kleine Engel. Und habt endlich ein Gefühl der Reinheit erreicht. Irgendwie sind Verräter-Marines doch die schlimmsten. Nur irgendwie. Ich denke, da sollten sich alle einig sein. Verräter sind die schlimmsten. Ja. Meine Xenos sind auch nicht so ohne, ne? Die sind manchmal ziemlich eklig, aber Verräter sind einfach die schlimmsten. Gut, dass wir denen ihre Pläne durchkreuzt haben, Brüder. Was sie wohl dazu getrieben hat. Auch wenn es wohl nicht unsere Aufgabe war, die Tau hatten wohl reichlich wenig damit zu tun.
Ja, es sind nicht auch die Quarantänewelten deutlich von der Taufront entfernt? Die sind doch da unten bei dem schwarzen Riff. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, woher die Informationen bezogen haben, aber wie es scheint, hat die Alpha Legion ihnen tatsächlich vormachen können, als wären die Tau irgendwelche Xenos hier am Werk. Ja, was mir auch unangenehm aufgefallen ist, dass die imperiumstreuen Bewohner auf Relas Hunger leiden mussten. Das spricht nicht für eine gute Organisation dieses Kreuzzuges. Darum weiß ich nicht und es uns auch nichts an. Das sind andere Aufgaben, andere Pflichten, um die sich irgendwer anderes zu kümmern hat. Wir sind hier, um die Xenos zu vertreiben und die Bewohner des Imperiums in Sicherheit zu wiegen. Nun, die Gefahr schien in dem Fall vom Imperium auszugehen, oder? Wie meinst du das, Bruder Krai? Die Alpha-Legionäre hätten kein so leichtes Spiel gehabt. Hätten die Verwalter nicht zuerst versagt. Ja, das meine ich nämlich auch. Man könnte ich denke, ich werde mal dem Inquisitor in meinem Bericht erwähnen, dass Relas schlecht verwaltet wurde und dass ich eine Überprüfung der Verwaltung beantrage. Wer mag, kann sich diesem Bericht gerne anschließen. Tu, was immer dein Gemüt beruhigt, Octavius. Alles klar, Bruder. Bruder Octavius, ich bin sicher, dass dein Wort ausreichen wird. Ja, und während du dir lächelnd aus einem der verschiedenen Alkoven ein großes Pergament nimmst mit einem, ja, mit einem Schreibgier und einem Tintenfässchen, was daneben steht, freust dich schon, diesen Bericht endlich schreiben zu dürfen, um dem Inquisitor von den Zuständen auf Relas, vielleicht auch auf Argot oder Kakeran zu erzählen. Da kannst du sehen, wie tatsächlich eine Inquisitorin eintritt, die du schon kennst, und zwar Adriel Quist. An ihrer Seite kannst du sehen ein weiteres Deathwatch-Mitglied mit einem grünen Schulterpanzer, ein Salamander. Ist das der Salamander, den wir aufgegriffen hatten da auf dem Planeten, auf Relas? Nein, ist es nicht. Der war zwar wohl auch im Begriff, ein Deathwatch Marine zu werden, aber das hier ist schon ein Deathwatch Marine. An seinen Auszeichnungen kannst du sehen, ein Devastator. Hat wohl keine Waffen dabei, aber an seiner Rüstung kannst du das auf alle Fälle erkennen und auch an seinem Tornister. Und ja, das Gesicht, gut, die sehen sowieso alle gleich aus, auch wenn sie mit dem Helm abgenommen da rumlaufen. Schwarze Hautfarbe und rote glühende Augen. So kannst du den Stift direkt wieder beiseite legen, hast zum Glück das Tintenfässchen noch nicht geöffnet. Ja, Adriel Quist. Also zum Glück, ich war ganz heiß drauf, diesen Bericht zu schreiben. Ja, Adriel Quist nickt euch dann zu. Werte Lords, Bruder Cry, ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen, aber ich hatte bereits mit euren anderen Killteam-Mitgliedern guten Kontakt. Sie haben mir das Leben gerettet. Inquisitorin, schön euch wiederzusehen. Ebenso. Wir sind gerade von einer sehr beunruhigenden Mission zurückgekehrt, auf Relas. Ich habe schon die ersten Gerüchte darüber gehört, aber ich bin selbstverständlich sehr gespannt auf euren Bericht dazu. Aber ich möchte euch ein neues Killteam-Mitglied vorstellen. Dies ist Bruder Ifrit. Ja, ich stehe natürlich sofort auf und hau mir mit der Faust auf die Brust und stell mich auch vor. Ich bin Bruder Octavius, Ultramarine. Erwidere die Geste, Bruder Ifrit. Bei den Salamanders. Nun, und die anderen Brüder werde ich dir auch noch kennenlernen, auch wenn sie sich selbst noch nicht vorstellen mögen. Nein, ich bin wegen anderer Dinge hier, und zwar vielerlei Dinge. Aber wir beginnen zunächst mit dem Erfreulichen. Wie gesagt, ich habe euch Bruder Ifrit an die Seite gestellt. Ihr werdet demnächst auch noch einen neuen Watch-Captain bekommen, der dann euch und die anderen Killteams unter seine Fittiche nimmt. Es gibt einige, nun, Engpässe, sagen wir mal so, einige Watch-Captains, die abkommandiert worden sind, und einige Tausche. Und aktuell seid ihr im Karnes-Keil, ihr werdet selbstverständlich aber auch noch in den anderen Keilen benötigt, und da bräuchte es eine andere Hand. Das ist alles selbstverständlich mit dem Großinquisitor abgesprochen. Er hält große Stücke auf euch. Ihr wollt uns sagen, wir werden versetzt?
Nun, ihr werdet nicht versetzt. Ihr werdet dorthin kommandiert, wo ihr am dringendsten benötigt werdet. Genau so soll es ja auch sein. Eine große Ehre. Bruder Ifrit, setz dich doch zu uns. Hier ist noch Platz. Ja, dann nehme ich mich gerne an. Warte, dann darf ich rüber zur Bank, setz mich. Dann willkommen an unserer Tafel. Nun, ich bin... Ja, stellt euch erstmal vor, verzeiht. Apothekarius, ich nicke der, ohne meine Miese verziehen, nochmal der Inquisitorin zu. Cray. Nun, schweigsam wie die Raven Guard nun mal ist, aber das könnt ihr auch an den Schulterpanzern erkennen. Keine Vorurteile. Also gut, ich habe etwas. Und zwar möchte ich eurem Kill-Team für die gute Arbeit und das Leben, das ihr mir gerettet habt, ein kleines Geschenk machen. Und zwar ein Artefakt, was ich vor wenigen Augenblicken freigegeben habe. Es wurde vor etwas mehr als 15 Jahren von einem anderen Exterminatoren-Team geborgen. Und zwar direkt von hier auf Hestos. Nun, wenn ihr nicht sagt, einerlei. Watch Commander Mordigael hat gemeinsam mit dem Schmiedemeister Grauweber die Verwendung der Waffe autorisiert und für sicher erklärt. Und da mich dieses Artefakt an die anderen Artefakte erinnert, die ihr in den Ermittlungen um Karlak sichergestellt habt, möchte ich euch, wie gesagt, die Verwendung dieser Waffe anempfehlen. Ihr könnt sie selbstverständlich auch nun in eurem Repositorium lassen, aber sie sei euch freigegeben, und zwar nur euch. Zumindest als Deathwatch-Team. Solltet ihr die Deathwatch selbstverständlich wieder verlassen, verbleibt sie in unserem Requisitorium. Was sind die Merkmale oder die Eigenschaften dieses Artefakts? Nun, es ist eine Nahkampfwaffe. Ich würde sagen, selbst für euch zweihändig geführt. Sie verfügt über ein Energiefeld und nun einige grüne Runen, die in der Griffwaffe herumlaufen. Herumlaufen? Nun, es gibt wohl eine Art Energie, die uns nicht ganz klar ist, woher sie rührt. Aber Schmiedemeister Grauweber hat, nachdem sie lange Zeit in Stasis gelegen hat, freigegeben. Die Waffen des Feindes gegen ihn einzusetzen, ist keine schlechte Idee. Ich nicke der Inquisitorin dankend zu. Ich würde euch bitten, und das sehe ich gerade schon an eurem Stift und Papier, dass ihr doch ganz gerne, solltet ihr sie verwendet, Aufzeichnungen darüber führt. Und zwar A, wie sie mit eurer Servorüstung interagiert, beziehungsweise dem Maschinengeist, und B, generell, wie sie sich führen lässt. Ob es irgendwelche anderen, Persönlichkeiten der Waffe gibt, die uns noch nicht untergekommen sind. Notiert also gerne alles, was ihr zu ihrer Benutzung sagen könnt. Aber ihr habt gesagt, sie ist freigegeben, also ist sie frei vom Makel? Sie ist, wie gesagt, von dem Watch Commander Mordigael freigegeben für... Sie wurde für sicher erklärt, korrekt. Gut, dann gerne. Ihr wurde bereits einen Namen gegeben. Der Drachenzahn. Das ist eine Zweihandschwert oder sowas? Genau. Mhm. Interessant. Wie gesagt, sie wird eurem Kill-Team zur Verfügung gestellt. Wer sie benutzen mag, der darf darauf zugreifen. Wir haben selbstverständlich nur eine von ihr. Dann werden wir den Bruder in unseren Reihen erwählen, der sich damit dessen Maschinengeist am besten mit der Waffe harmoniert. Nun. Sehr gut. Ich habe für euch eine Trainingsroute abstecken lassen. Ihr werdet sie in den oberen drei Stockwerken finden. Sie wurde bereits aufgebaut und wartet dort auf euch. Sie ist zumindest der... ich werde nicht verraten, auf was ihr dort trefft, aber... ich wünsche euch zumindest viel Spaß bei diesem Training. Und während ihr trainiert, sind wir bei anderen Vorbereitungen, die ebenso euch betreffen. Dient das Training nur des Testens dieser Waffe? Heißt das, wir schicken nur einen unserer Brüder rein? Oder das gesamte Squad? Nein, das gesamte Kill-Team. Ihr könnt Waffen benutzen, die ihr mögt. Zumindest für die ihr eine Freigabe erworben habt. Wenn ihr das Schwert benutzen mögt, dann gerne. Eine Frage... Ohne meiner Brüder. Wenn sie diese Waffe nutzen, ist es möglich, sie anzupassen
beispielsweise für den Griff. Oder auch wenn sich andere meintig einige Unstimmigkeiten ergeben, oder sollten wir dies unterlassen? Nun, es ist ein Relikt, ein Artefakt, das für sicher erklärt worden ist. Wenn ihr meint, dass es noch einige Anpassungen dieser Waffe bräuchte, dann sprecht bitte im Vorfeld mit dem Schmiedemeister Grauweber, der euch danach die Erlaubnis erteilt. Ich bin zwar Inquisitorin, aber werde euch, da eure Brüder damals vor 15 Jahren diese Waffe geborgen haben, diese Erlaubnis nicht geben. Es ist ein unbekanntes Metall. Wir wissen nicht genau, wie sie auf Interaktion reagiert. Es ist fast so, als würde sie lebendig sein und auf den Schlag ihres Trägers reagieren. Könnt ihr, oder ist das streng geheim, uns sagen, ob diese Waffe von diesen dubiosen Wiedergeborenen kommt, die wir in Kalak getroffen haben? Das vermuten wir zumindest. Wie gesagt, wir sind uns nicht ganz sicher, wie diese Waffe auf diese tote Welt unter uns gekommen ist, da uns dieses Volk, was ihr damals entdeckt habt, diese Xenos-Rasse, noch nicht untergekommen ist. Aber ihr berichtete auch nur von einigen kleinen Käfern, nicht wahr? So etwas wie Skarabäen, die aus lebendem Metall... Naja, zumindest ihr habt eure... die Art und Weise der Relikte der Wiedergeborenen stimmt uns als Ordo Xenos darauf ein, dass diese Waffe von der Xenos-Kultur zu verschiedenen Planeten gebracht worden sein muss. Wir gehen davon aus, dass Kalak das Zentrum von diesen Xenos ist und Hestus liegt ganz in der Nähe. Ich drehe mich zu meinen Brüdern um. Einer von euch diese Drachenzahn führt und meint, er liegt nicht richtig in der Hand, dann sagt mir es ruhig, dann werde ich mich mit Schmiedemeister Grauweber in Verbindung setzen und sehen, ob sich etwas ändern lässt am Griff oder dergleichen. Nun, wir müssen erstmal darüber reden, wer denn überhaupt eine Zweihandschwert, wer mit so einem Zweihandschwert kämpfen möchte. Also ich wäre zum Beispiel eher abgeneigt, weil ich eher auf Fernkampf spezialisiert bin. Ich sehe es ähnlich wie Bruder Octavius. Meine Pflicht und Verantwortung sollte es sein, beide Hände offen zu haben und damit die Wirkung meines Napheticums nicht beeinträchtigt wird, ich es jederzeit nutzen kann. Sehr enttäuschend. Jeder andere Dark Angel hätte selbstverständlich ein zweihändiges Schwert gewählt. Ich da hat sie recht, mein... Gabriel. Oh. Ich habe mein Zeremonienschwert, aber... Das ist ja nicht zweihändig. Ja, da hat sie dich getroffen. Ja, und Gabriel entgegnet dem Ganzen mit dem Schweigen und einen Blick auf auf den Boden, inneren Konflikt. Aber sollte sich keiner meiner Brüder als würdig dieses Artefaktes erweisen, so werde ich es wohl versuchen müssen. Bruder Cry, haltet das eher mit Energie klingen, oder wie sehe ich das? Ich lehne Xenos Waffen ab, aber... In unserem Interesse werde ich mir die Waffe mal anschauen. Auch wenn der Name eher zu einem Salamander passt, nicht? Nun, da habt ihr vielleicht recht. Oder zu einem Space Wolf. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo euer Bruder Tordal herumgeistert. Sicherlich wird die Reinigung von seiner Seele noch etwas dauern. Wenn er dann soweit ist, wird er sich sicherlich mit Freuden dieser Waffe annehmen. Also ich gucke da mal mit hochgezogenen Augenbrauen, wenn die da so abfällig über Tordal redet, ja. Bruder Tordal ist ein mutiger Astartes und Kämpfer für die Gerechtigkeit. Da habt ihr selbstverständlich recht und auch er hat mir mein Leben gerettet und dafür bin ich ihm ewig dankbar. Aber wir wissen beide, wie die Gensaat der Space Wolves sich auf auswirkt. Gabriel legt Octavius eine Hand auf die Schulter und nickt ihm nur traurig zustimmend zu. Ja. Nun, vielleicht nicht dankbar genug. Nun gut, wir wissen Bescheid und werden den Drachenzahn einer gründlichen Überprüfung
zukommen lassen. Aber doch, zuerst muss ich meinen Bericht fertig schreiben. Sehr gut. Wenn ihr mögt, wir lassen euch etwas Essen bringen. Nun, und dann sagt einfach den Arenameistern oben Bescheid. Einfach 3 Stockwerke nach oben. Sie warten bereits auf euch. Viel Erfolg. Sehr gut. Ja, damit dreht sie sich um und lässt den Bruder Ifrit neben euch zurück. Könnt dann auch sehen, wie ein Servitor nach drinnen kommt und einige Diener, die ihn dann begleiten. Und an einer der leeren Statuen mit einer leeren Zelle wird dann noch das Wappen von den Salamanders aufgehängt. Ja, also ich mache mich mit Eifer an meinen Bericht, weil das ist eine wichtige Aufgabe. Wir müssen Relas wieder... Dass da imperiale Bürger leiden, das geht gar nicht. Also da muss was getan werden. Ja, was macht derweil Bruder Gabriel, während der Feder über das Pergament kratzt und immer mal wieder in das Fässchen getunkt wird? Kannst ihn dann wohl zufrieden mit sich selbst sprechen hören, wie er da wohl irgendwelche herausragenden Formulierungen für den Inquisitor oder den Gouverneur dann nach und nach runterschreibt. Gabriel dreht sich zum Bruder Krei um. Und du meinst, du willst das Schwert führen? Du würdest diese Bürde auf dich nehmen? Wenn ich muss. Ich fühle mich nicht wohl damit, vor allen Dingen, weil augenscheinlich noch kein Skriptor die Waffe gesehen hat. Ifrit, du bist neu in unseren Reihen. Oh. Ich weiß nicht, wie gut du mit dem Schwert bist, aber deine Insignien sehe ich, dass du eher auf schwere Maschinerie, schwere Waffen spezialisiert bist. Ist das richtig? Oder wie ist dein Schwertkampf? Ich ziehe es vor, dem Feind die einzige Erlösung zu erteilen, die ihm obliegt. Ein Tod in Flammen. Ein Salamander durch und durch. Gabriel nickt nur, verständnisvoll. Dann sind wir 3 und er schaut nochmal zu Octavius rüber. Nur bereit, in Willen der Pflicht, diese Waffe an uns zu nehmen. Dann soll es jener versuchen, zu dem die Waffe am besten passt. Nun, wir müssen den nicht führen. Eine Waffe, die widerwillig geführt wird, ist oft besser gar nicht geführt. Du hast die Mission gehört. Oder den Befehl gehört, der Inquisitorin. Es uns offen steht, innerhalb unseres Worts Waffe zu verwenden, sollten wir dies tun, einen Bericht darüber zu verfassen. Wurde jedoch nicht aufgetragen, dass wir sie verwenden müssen. Wir können diese Gelegenheit, mehr über den Feind und deren Waffen zu erfahren, nicht ungeschehen lassen. Wir müssen diesen Bericht verfassen, damit wir mehr über Xenotech finden können und die Waffen bestenfalls sogar gegen den Feind einsetzen. Die Frage ist, Informationen, die wir beschaffen, die richtig. Wenn wir widerwillig diese Waffe führen, oder Imperator bewahre, wir führen sie falsch, aus unserem Widerwillen heraus geboren. Geben wir dann vielleicht die falschen Informationen weiter? Geben wir Informationen, die das Potenzial der Waffe überschätzen oder unterschätzen? Eine Waffe sollte nur von jenen geführt werden, die auch führen wollen. Nicht widerwillig, nicht aus Zwang, nicht aus reinem Pflichtgefühl heraus, sondern weil man sie führen möchte. Besteht eine Diskrepanz zwischen deinem eigenen Willen, dem Willen der Waffe, wirst du keine guten Ergebnisse erzielen. Ich mache keine Fehler. Zu glauben, nur weil ich es tue, weil ich eine Pflicht erfülle und sie deswegen nicht gut genug erfülle, ist äußerst beleidigend. Eine Pflicht zu erfüllen, nur wenn man eine Pflicht erfüllt, heißt nicht, dass man sie nicht gut genug erfüllt. Aber eine Waffe zu führen, sein Leben einem Werkzeug anzuvertrauen, wenn man dies widerwillig tut, dann sind die Ergebnisse meist alles andere als zufriedenstellend. Wir werden sehen. Wir können die Ergebnisse nur als zufriedenstellend oder nicht zufriedenstellend beachten, wenn wir sie auch wirklich haben.
Also, ich sehe es nicht als weise, es Gelegenheit außer Acht zu lassen. Wenn ihr mir da nicht zustimmt, Brüder, dann sollten wir es lassen. Denn noch befinden wir uns auf keiner Mission und noch haben wir herrscht keine Hierarchie unter uns. So ist jedes unserer Worte gleich viel wert. Nun, aber in einem sind wir uns doch sicher, dass auch ein Befehl oder ein Auftrag, der so nicht ausgesprochen wurde, immer noch einer ist. Heute zu dem Banner des Space Wolves. Wie sieht es mit den Brüdern aus, die momentan abwesend sind? Finden wir vielleicht unter ihnen jemanden, der es nicht nur als reine Pflicht, sondern der es tatsächlich diese Waffe führen möchte? Ja, ich denke, es geht jetzt wohl eher darum, dass wir die Waffe jetzt mal ausgiebig testen und dann später kann schon sein, dass Thordal da ganz heiß drauf ist, diese Waffe zu führen. Also ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir uns jetzt irgendwie entscheiden müssen, wer die Waffe dann immer mit sich schleppt. Also das ist ganz unproblematisch. Unsere Aufgabe ist es auch nicht, einen Führer für diese Klinge zu finden. Sie wurde nur unserem Arsenal beigefügt. Genau,